Die Ninotaco News werden euch präsentiert von Figuya.com, eurem Shop für Anime-Figuren und Merchandise. Die vorletzten Ninotaco Anime News des Jahres 2018 mit dem ersten Teil meiner Anime Winter Season Preview, Neuigkeiten zu Code Geass und Infos zum kommenden Trinity 7 Movie. Am Wochenende starteten meine beiden Community-Votings zu den beliebtesten Anime-Serien und Fortsetzungen des Jahres 2018. Ihr könnt über den kompletten Dezember abstimmen und die Auswertung gibt es dann Anfang nächsten Jahres in Form von zwei Bestenlisten. Einen Link zum Voting findet ihr in der Videobeschreibung. Von den eurer Meinung nach besten Anime-Serien 2018 kommen wir nun zu den vermeintlich besten Anime-Serien 2019. Viel Spaß beim ersten Teil meiner Anime-Winter-Season-Preview. Vor 3 Jahren beschützten 5 Magical Girls die Welt vor einer Invasion durch mysteriöse Wesen. Die Truppe erhielt auf rätselhafte Weise magische Fähigkeiten und schlug den Angriff der Disas, welche aus dem Boden im Totenreich entstanden sind, zurück. Nach dem Sieg versuchte jeder wieder ein normales Leben zu führen. Asuka Otori, die ehemalige Anführerin des Teams, will sich vom Kämpfen fernhalten und sich auf ihre Schulaufgaben konzentrieren. Deshalb hat sie auch keinen aktiven Kontakt mehr mit dem Militär. Doch eines Tages erscheinen die Disas erneut und bedrohen wieder die Erde. Die 5 Mädels müssen sich auf ein neues vereinen, um als Magical Girl Spec Ops die Monster ein für alle Mal zu bezwingen und ihr eigenes Leben zu retten. Was wäre eine moderne Anime-Season ohne eine große Isekai-Show? Das noch immer überraschend erfolgreiche Genre hält nun schon seit Jahren einen besonderen Platz in der Anime-Landschaft inne und wird diesen wohl nicht in näherer Zeit aufgeben. The Rising of the Shield Hero fügt sich in das bisherige Muster ein und handelt von einem jungen Otaku, der plötzlich in eine Fantasy-Welt transportiert wird und einer von 4 auserwählten Helden sein soll. Da er als Schildheld jedoch der Schwächste der Truppe ist, wird er verraten und muss sich alleine durch die Welt kämpfen, um zu einem echten Helden zu werden. Für die Musik der Anime-Serie sicherte man sich niemand Geringeren als Kevin Penkin. Der aufstrebende australische Star-Komponist begeisterte bereits viele Anime-Fans mit seiner beeindruckenden Arbeit an der Action-OVA Under the Dog und der Abenteuerserie Made in Abyss. Der junge DJ Yukiya will nicht mehr im Schatten der Großen und Bekannten stehen und möchte unbedingt überall anerkannt werden. Seitdem sein Vater ihn mit Hausmusik vertraut gemacht hat, kreierte er eigene Songs und stellte diese online. Er will andere Menschen mit seiner Musik berühren, doch er hat Angst davor, abgelehnt zu werden. Während er um mehr Aufmerksamkeit kämpft, sieht er eines Tages eine Live-Übertragung aus einer für ihn anderen Welt. Davon überzeugt, seine Ziele nicht alleine erreichen zu können, sucht er jemanden, mit dem er sich gemeinsam zu neuen Höhen aufschwingen kann. Das Studio GoHands, das bereits für das K-Universum und die Filmtrilogie zu Murdoch's Crumble bekannt ist, liefert mit Wiz eine erneut sehr stylische Original-Serie, die alleine schon im visuellen Bereich überzeugen dürfte. Wiss. Zum nachträglichen 55. Jubiläum von Tatsunoko Productions, einem der ältesten noch aktiven Anime-Studios, produziert die Schmiede, welche vor allem für das Time-Bokan-Universum oder Gatchaman bekannt ist, mit The Price of Smiles, seinen ersten Original-Anime nach Infinity Force, einer anderen Jubiläumsproduktion. In einem fernen Königreich lebt die 12 Jahre alte Prinzessin Yuki.
Sie ist naiv und unschuldig und durchlebt gerade eine Zeit, in der sie sehr emotional auf ihre Umwelt reagiert. Geborgen im königlichen Palast erfährt sie tagtäglich Freude und Trauer. Zu ihrer Seite stehen Joshua, ihr bester Freund und persönlicher Ritter, und Leira, ihre Lehrmeisterin. Jenseits dieser schützenden Mauern kämpft die 17-jährige Stella im Bürgersquad des Militärs, um das Reich zu verteidigen. Sie sieht keinen Sinn in ihrem Leben und versteckt ihr wahres Ich immer wieder hinter einem Lächeln oder eben einem Smile. Das Highschool-Leben ist wahrlich nicht einfach, was auch Natsuo feststellen muss. Denn zu seinem Leidwesen ist der junge Schüler hoffnungslos in seine Lehrerin Hina verliebt. Um seiner Obsession zu entkommen, begleitet er seine Klassenkameraden zu einer Kennenlernparty, wo er auf das merkwürdige Mädchen Hui trifft. Sie fragt Natsuo, ob er mit ihr von der Party verschwinden kann, um ihr einen Gefallen zu tun. Zu seinem Erstaunen bringt sie ihn zu sich nach Hause und bittet ihn, mit ihr zu schlafen. Natsuo sieht dies als Möglichkeit, Hina zu vergessen, und willigt ein. Doch am nächsten Tag gibt es ein böses Erwachen. Sein Vater will neu heiraten und brockt Natsuo damit zwei ihm bekannte Stiefschwestern ein, nämlich niemand anderes als Hina und Rui. Nun muss er gemeinsam mit seiner geliebten Lehrerin und dem Mädchen, mit welchem er sein erstes Mal hatte, leben und irgendwie lernen, seinen neuen Alltag zu meistern. Mehr zur kommenden Anime-Season gibt's dann nächste Woche in den Ninotaku-News. Nun zu einem anderen Thema und zu einem anderen Anime. Vor einigen Tagen gab es im Rahmen eines Events in Tokio frohe Kunde für alle Fans der Sportserie Ace of Diamonds. So wurde nämlich verkündet, dass die Manga-Fortsetzung Ace of Diamond Act 2 als Anime adaptiert wird. Alle Details dazu sollen in der 52. Ausgabe des diesjährigen Weekly Shonen Magazins enthüllt werden, das am 12. Dezember erscheint. Die ersten beiden Staffeln sind in Deutschland auf Crunchyroll mit deutschen Subs verfügbar. Am 9. Februar startet der Code Geass Sequel-Movie Lelouch of the Resurrection in den japanischen Kinos. Nun wurde ein neuer Trailer sowie ein Key-Visual veröffentlicht, das ihr hier seht. Der Film versteht sich als Finale der Code Geass-Reihe und ist einige Jahre nach dem Zero-Requiem des Protagonisten angesiedelt. Ähnlich wie die Serie entsteht auch der Movie im Studio Sunrise. Hierzulande hat Kasee die Rechte an der Anime-Serie. Ob man sich auch die Movie-Lizenz angelt, ist noch nicht bekannt. Code Geass, 復活のルルーシュ。お互いの気持ちが分かったところでどうでしょう。リンゼさんもお嫁さんにもらうというのは。 Nun gibt es mal wieder eine exklusive News für euch. Der Anime-Online-Anbieter Crunchyroll stockt sein Sortiment an Serien mit eigens produzierter Synchro auf. Die ersten Testballons hat man ja bereits fliegen lassen, nun geht es mit drei weiteren Anime-Titeln weiter, die eine deutsche Vertonung erhalten. Neben der Fantasy-Serie In Another World with My Smartphone wird auch die Slice of Life Crunchyroll-Koproduktion Recovery of an MMO Junkie mit einer deutschen Tonspur ausgestattet. Ebenfalls einen Dub erhält die 24-teilige WIT-Serie Die Braut des Magiers, während auch die dreiteilige OVA-Reihe synchronisiert wird. Alle Synchros werden ab dem 15.01.2019 verfügbar sein. Folge 1 ist bei allen Titeln kostenlos, der Rest Premium-exklusiv. Ich hab
keinen blassen Dunst, wie ich in diese Situation geraten und wo genau ich gelandet bin. Letzte Woche war ich zu Besuch bei KSM Anime in Wiesbaden. Beim Publisher erfuhr ich viele spannende News, die das nächste Jahr betreffen und über die ich euch, sobald ich das darf, natürlich ausführlich informieren werde. Bleiben wir also so lange noch in 2018, denn auch zum Jahresausklang stellt der Anbieter wieder neue Releases in die Regale. So erschien gestern der erste Overlord-Movie, der zweite ist ebenfalls ab sofort bei Anime Planet erhältlich, ab dem 24. Januar dann auch ganz regulär im Handel. Bei mir könnt ihr die Movies gleich gewinnen. Gestern erschienen mit Persona 3 und 5 Dancing zwei neue Ableger des Franchises, in denen ihr euch auf die Tanzfläche begebt, um waghalsige Choreografien zu meistern. Drückt ihr die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten zu spät, sinkt euer Hype-Level und euer Persona-Charakter muss sich dem Tanz geschlagen geben. Zu 30 verschiedenen Tracks dürft ihr in der Persona 5-Variante das Tanzbein schwingen, darunter zahlreiche Remixes und Neuinterpretationen alter Persona-Songs, wie etwa Fever. Persona 3-Fans müssen sich mit 5 Liedern weniger zufrieden geben. Einen Story-Modus wie im Vorgänger gibt es diesmal nicht, sodass ihr es hier mit reinen Rhythmus-Games zu tun bekommt. Persona 3 und 5 Dancing sind ab sofort für PS Vita und PlayStation 4 erhältlich. Now maybe we should change our name to the Phantom Thieves of Song and Dance. Naoko! Otosa! 私実は超コスプレオタクなの？認めたくないものだな。そして僕の女です。元気が欲しい。がっつりヘルシー。夏だな。新麦とろ牛皿御膳。吉野家。Ich verschenke heute dreimal Volume 1 von Legend of the Galactic Heroes, die neue These auf Blu-ray und passend zu den News der Woche beide Overlord-Filme im Bundle ebenfalls auf Blu-ray. Dieses Mal gibt's die Sachen auf Twitter zu gewinnen und dort findet ihr auch alle Teilnahmebedingungen. Auf Instagram startete hingegen am vergangenen Wochenende mein Adventskalender, dort also unbedingt mal vorbeischauen. Erst neulich wurde auf der offiziellen Webseite des Trinity 7 Animes der Starttermin des zweiten Filmablegers bekannt gegeben. Demnach schlägt der Edgy-Titel am 29. März 2019 in den japanischen Kinos auf. Nun wurde ein neuer Trailer sowie ein Visual veröffentlicht, das Thumbnail meiner heutigen News-Ausgabe schmückt. Mehr als 3 Millionen Exemplare der bislang 19-bändigen Manga-Vorlage sind bereits im Umlauf. Die 12-teilige Anime-Serie ist bei Crunchyroll oder KSM erhältlich. Der VOD-Anbieter hat auch den ersten Film bereits im Angebot, während der Wiesbadener Publisher den Abendfüller 2019 auf DVD und Blu-ray nachreichen möchte. Ob auch der zweite Movie bereits lizenziert wurde, ist hingegen noch nicht bekannt. Das war's für heute. Die letzten Ninotaku Anime News des Jahres gibt's dann nächsten Mittwoch. Bis dahin fleißig an der Umfrage zu euren Lieblings-Anime-Serien des Jahres mitmachen und wenn's euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Wata!